Deutsche Memes. Xuna. Bitte was extrem Starkes. Bitte. I said I'm looking at a couple of different ways. One, which you mentioned, Senator, but also try to... Warum seht ihr mich jetzt hier? Weil Carsten momentan zu Besuch bei mir ist. Und ja, er hat euch ja versprochen, sich zu zeigen. Und ich würde einfach mal sagen, Beifuß, Digga. Alle Seite, komm hier links. Oh, so ein Fein. 450 Sekunden? Das ist... Das sind ja irgendwie anderthalb Stunden oder sowas. What the f***? Irgendwie finde ich es weird. Ich kann mir, glaube ich, nie vorstellen, so ein Girl auf der Straße einfach anzulabern und so zu sagen, yo, hey, du siehst gut aus, kann ich eine Nummer haben. Ich habe das ein oder zweimal gemacht. Ich kann mir, glaube ich, nie vorstellen, so ein Girl auf der Straße einfach anzulabern. Das Paket bitte auf die Terrasse ablegen. Amazon-Paket. Paket bitte auf die Terrasse ablegen. Einmal auf die Terrasse bitte. Amazon-Paket, how are you, Black? Ja, auf die Terrasse ablegen. Raffi Fassi schreibt, hallo, gönn, Knossi, Saftladen, du, dein Dart, der HS. Ich hab kein Dart gespielt. HS? Holy shit, dein Dart, holy shit, aber ich hab kein Dart gespielt, Blatt. Boah, voila, da oben ist eine Suche. Papa Platte lacht dich aus. Ich weiß es nicht. So eine Scheiße. Ich lach ihn aus. Er hat sich nicht gemeldet. Das ist eine Scheiße. ICQ hat er mir, bevor wir zusammen waren, ein Bild geschickt von seinem Dödel und hat mir geschrieben, seine Oma und Opa sind weg. Er hat sturmfrei, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte. Nothing about Germany. It's a boring country. Hör auf mit Quatsch zu reden. Warst du mal in Deutschland? Warum sagst du nur nothing about Germany and it's a boring country? Nye. Hör auf mit Quatsch zu reden. Ja, Digga, du wirst doch auch kochen. Ich stehe hier gerade in der Küche und mache Nudelsalat. Weißt du, wie viel Wodka muss ich da reinmachen? Also ich weiß das auch nicht so genau, aber... Ich meine pro 2 Nudeln 2 cl. Ich muss aber noch mal genau in ein Rezeptbuch gucken. Alles klar. Ich liebe das Fensterputzlachen. Und zwar, wir stellen uns vor, wir putzen das Fenster und lachen dabei so. Muss ich wirklich sagen, auch wenn Fortnite sich später dann auch aus meiner Sicht ins Negative entwickelt hat. Ich weiß, du willst mir in die Fresse hauen. Nur du kannst nicht. Hat irgendjemand Digga, was war denn das gerade, Alter? Das war ja Voice Crack, sein Urgroßvater. Okay, als nächstes suche ich eine Website, die besucht man oft. Google Pornhub. Ach, Scheiße. Alles klar, dann danke für die Störung. Entschuldigung. Danke für die Störung ist ja auch kein Deutsch, ne? Entschuldigen Sie die Störung. Wäre richtig. Vor den neuen Bund-Länder-Beratungen über weitere Corona-Beschränkungen gibt es...